Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die erste Russ-Viet-Kampagnenmission steht an, die gebrochene Waffenruhe. Dann kann es auch schon losgehen. Wie sind Sie in die Stadt gekommen? Keine Ahnung. Das werde ich herausfinden. Ich dachte, wir kämpfen jetzt. Nichts da. Sie haben ja nicht mal... Tja, hab ich doch. Was? Horacho, aber stehen Sie mir nicht im Weg. Keine Ahnung, was Horacho heißt. Eine ausgezeichnete Stelle. Es gibt hier nichts zu sehen. Da drüben, sehen Sie? Ja, Attacke. Die mache ich fertig. Nee, ich glaube... Soll man wirklich gegen Zivilisten kämpfen? Ist das nicht dämlich? Guter Plan. Wie viele von denen gibt's eigentlich? Wieso ist die denn so lila und unsichtbar? Ich muss los! Ich stehe unter Beschuss! Tod dem Zaren! Ja, ich hab eigentlich gar nicht so viel Lust gegen aufständische Zivilisten zu kämpfen. Die wollen mich wohl unbedingt tot sehen! Boah, das passiert schon mal. So, wir brechen einfach durch. Wir sind eh in der Unterzahl. Nicht lustig. Ich finde es schon ein bisschen lustig. Ja, ihr werdet es aushalten. Ja, jetzt hör mal auf, Scheiße zu sein. Oh, was ist jetzt los? Der Liebling des Zaren verbrüdert sich mit dem Feind. Aus dem Weg, Subov. Die waren's. Die Polanier haben die Tore geöffnet, während ihr Delegierter mich angegriffen hat. Leicht verdienter Schnaps. Was? Das kann gar nicht sein. Das war jemand von innen. Ich beschütze den Zaren, bis meine Männer den Angriff abgewehrt haben. Meine Palastwache hat alles unter Kontrolle. Offensichtlich nicht. Hey, ja. Du warst schon immer ein Arsch, Zubov. Hui. So, macht bestimmt Spaß, damit zu hüpfen. Aber leider hat er recht. Wo sind alle? Woher soll ich das wissen? Ich gehe ins Hauptquartier. Wir sehen uns dort, falls Sie noch helfen wollen. Warum? Natürlich. Gehen wir nicht zusammen? Ja. Aus diesem Grund. Du hast gepfiffen und jetzt hängt's? Das war ein exzellenter Pfiff. Short. Nein, wirklich. Sehr gut, aber vielleicht sollten wir los. Irgendwas stimmt hier nicht. Los, Beeilung! Ich wollte nicht rumbrödeln. Guter Plan. Ich lauere in den Schatten. Ja, du lauerst in den Schatten, ich nicht. Verstanden. Sind es Verbündete? Ja. Das ist ein ganzer Trupp. Ja, das sehe ich auch. Und was nu? Was machen wir jetzt? Irgendeine Kaserne muss ich erreichen. Na gut. Oh, die stehen da auch unter Beschuss. Könnt ihr irgendwas Besonderes? Kannst du was Besonderes? Du hast nicht mal eine schöne Schussfertigkeit. Na gut. Na, wenigstens seid ihr hier echt. Ich verzichte. Was ist hier los? Das finden wir bald raus. Los! Jawohl. Kann ich dich jetzt mitnehmen? Toll, einen habe ich aufgesammelt. Kann ich dich heilen? Oh, das sind große Kanoniere. Das wird nichts. Ja, Attacke. Komm schon, den einen habe ich gerade erst gerettet. Der kann nicht jetzt schon drauf gehen. Das war's noch nicht. Bleib bei mir. Verstanden. Sehr gut. So. Das ist vermutlich nicht gut für die Friedensverhandlungen. Meinst du? Ja, das habe ich mir so zusammengereimt. So, hier waren noch mehr Verbündete. Ich müsste aber echt mal die anderen Einheiten heilen. Was ist hier los, Soldat? Die Brücke ist gesperrt. Da kommt keiner durch. Wie konnte das passieren? Es waren einfach keine Wachen in der Gegend, um sie aufzuhalten. Und was jetzt? Es gibt einen Unterschlupf, genau hier. Dort habe ich alles, was wir brauchen. Weiße Flaggen? Fernzünder. Das Sehr könnte gut. auch gehen.
mein neues Primärziel. Wie geht's weiter? Wieso habe ich denn jetzt so viele Einheiten? Es gibt hier nichts zu sehen. Warum sind da eigentlich die Aufständischen mit den Russwiets? Naja, das finden wir bestimmt raus. Auf zum Unterschlupf. Auf zum Unterschlupf. Und ihr steht hier einfach so rum. Ist aber auch merkwürdig, dass einfach keine Wachen da waren. So. Hier ist gerade nur einer. Nur einer? Gut, den schalten wir aus. Hey, da sind mindestens 4 oder 5. Schieß doch nicht auf den armen Mann da am Boden. Habt ihr kein Herz? Ja, ich will hoffen, dass ihr das erledigt. Deswegen seid ihr im Militär. Komm schon, greif doch mal an. Da hinten hat sich einer verschanzt. Sehr schön. So, ich mache hier wieder Pirouetten mit der Karte, aber es hilft manchmal. Okay, anscheinend war unten alles versperrt an Wegen. Man kann hier auch nicht einfach drüber klettern, das ist verständlich. Du alleine, okay. Ihr Truppen könnt euch schon. Yannick macht es alleine. Komm schon, schaltet die mal aus. Also die Olga, die macht Schaden. Die hätte ich gern immer dabei. Finde ich irgendwie sympathischer als Anna. Ich habe hier Waffen versteckt, inklusive Fernsprengsätze. Was ist hier los? Das finden wir bald raus. Los! So, ihr macht erstmal die da fertig. Das ist wunderschön. Warum kommen denn so viele auf uns zu? Komm, ihr müsst hier mal ein bisschen mithelfen. Nicht nur in der Gegend rumstehen. Attacke! Alter, mit was schießen die Feinde denn? Komm schon. Ja, noch einer. Geh rein und hol die Sprengsätze. Von mir aus. Achtet nicht auf mich. Einsatzbereit. Ja, wo musst du denn hin? Hier? Okay. Granaten brauche ich gerade nicht. Ja, ich bräuchte noch ein bisschen Gesundheit. Ich kann die Sprengsätze an Gebäuden und Mechs befestigen und aus der Ferne zünden. Sauber. Das sollte auch für die Barrikaden reichen. Richtig. Oh, deswegen kann die sich auch so tarnen. Klar doch. Das ist ja praktisch. Hier sind noch irgendwelche Ressourcen. Bin unterwegs. Glaube ich zumindest. Wir sehen hier viele Gegner. Da ist Gesundheit. Und da sind viele Aufständische. Ja. Getötet diese Schweine! Ich bin doch kein Schwein. Ich bin ein Human Being. Eine menschliche Bohne. Attacke! So, jetzt müssen wir hier irgendwie nach rechts. Es gibt hier nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, es gibt absolut nichts zu sehen. So, ihr verschanzt euch mal hier drin. Dann nennen wir das Viertel auch Schanzenviertel. Machen ein paar Puffs aus und dann läuft das hier. Muss man ja irgendwie den Tourismus ankurbeln. Sind das meine Jungs? Sieht danach aus. Geben Sie mir irgendwas zu tun. Ja, ihr sollt ja jetzt weiterkommen. Sie sind nicht allein. Guter Plan. Wer ist nicht allein? Ich dachte, das sind meine Jungs. Oh, je. Rückzug. Ach, was soll's. Meine Verbündeten gehen drauf. Sprengladung. Sehr gut. Also das ist ein guter Held. Gute Fertigkeit. Komm schon, stürmt. Nicht hinlegen. Hört doch auf zu kriechen. Hört auf zu kriechen, ihr Leute. Kampfschrei. Ja, ihr seid so ein leichtes Ziel, das nicht gut zurückschießen kann.
Wollte ich nur mal anmerken. Ja, mach den letzten doch fertig. So, komm mal hier durch. Sieht nicht so aus. Ja, ja. Du lauerst in den Schatten und hätte ich das Ding wegspringen sollen, anstatt das Geschütz. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich bin bereit. Nee, du bist nicht bereit. Du brauchst noch 30 Sekunden. Was laberst du? So, hier muss doch irgendwo noch mal Medizin liegen. Ich hab's hier so verkackt. Da schadeten. Nee, Medizin ist auf der anderen Seite. Na gut. Joa, Waffen. Was habt ihr denn für Waffen? Eigentlich ganz gute, so. Die sollte jetzt aber fast bereit sein. Ja, die 6 Sekunden Zeithammer. Die Zeithammer. So, kannst du die irgendwie. Ich hab ein Geschenk für euch. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das auch was bringt. Natürlich. Es gibt hier nichts zu sehen. Sehr schön. Du, komm mit. Jawohl. Geben Sie einfach den Befehl. Ja, ihr nehmt Gesundheit. Warum müssen Sie jetzt angreifen? Sollen Sie Ihre Revolution haben, nachdem nicht der ihr. Waffenstillstand unterzeichnet ist? Hey, ihr. San Nicolas ist ein guter Mann. Mist. Diese Revolutionäre werden nur benutzt. Sicher. Die letzten Jahre waren ja auch fantastisch für alle. Es ist kein Find Zufall, ich nicht. Dass das während der Friedensverhandlungen passiert. Ganz schön gewitzt für einen einfachen Soldaten. Du weißt etwas. Nicht jetzt. Die Kaserne ist gleich da drüben. Na gut. Na, vielleicht halten wir die Revolution auf. Ich lauere in den Schatten. Ja. Du brauchst dringend Medizin. Ihr alle eigentlich. Hören wir doch mal kurz auf zu kämpfen. Die sind schon so gut wie tot. Ja, das will ich aber auch hoffen. Sehr schön. Attacke. Attacke. Du kommst mit. Nicht zurückbleiben. Sonst wirst du hinten weggemördert. Ja, so viele Zivilisten will ich echt nicht töten. Aber Notwehr ist halt Notwehr. Ja, da ist auch einer drin. Ich weiß aber nicht, wie ich die fertig mache. Wird ja nicht sowas wie Häuserkampf geben. So, das sieht doch mal nach einem richtigen Missionsziel aus. Ist das schlecht? Ist das gut? Ich glaube, das ist gut. Alexei! Was ist passiert? Wo sind die anderen? Das ist sehr unverständlich. Ich spreche kein Russisch. Bleib hier! Olga! Mist. Von wegen, ich komme dir nach. Ist dem Gesicht kalt? Ein Tiger! Aus, Changa! Er ist ein Freund! Heilige! Das ist ein Tiger! Wir müssen zum Palast und unterwegs Helfer finden. Was ist passiert? Sie sind alle tot. Vergiftet. Jemand hat Changa eingesperrt, aber irgendwie hat sie überlebt. Hey, tut mir aufrichtig leid. Später! Auf zum Palast! Oh, der Tiger kann sich auch tarnen. Vorwärts, Kameraden! Ich dachte, das wäre der Palast. Achtet nicht auf mich. Haben wir diesmal einen Plan? Schießen. Der Plan ist schießen. Ja? Sie sind allein! Komm schon. Oh, wir werden belagert. Taktischer Rückzug. Die können wir doch einfach unterlaufen. Ja, vereint euch irgendwie. Wie kommen wir denn rüber? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich brauche einen Übergang. Hier haben wir einen Übergang. Vorne. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal abhauen. Oh, komm her. Sprengstoff. Das ist gut. Das wird notwendig sein. So. Hast du gelegt?
Und Fernzünder. Wunderbar. Also das ist klasse. Ja, wir müssen alle los. Hört doch auf zu kriechen, ihr dämlichen Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Los geht's. Wo wird meine Klinge gebraucht? Vorne. Ah, deine Leute sind dämlich. Aber Vorsicht. Was ist mein Ziel? Ich muss los. Oh je, oh je, oh je. Von hinten schön schießen. Nimm das. Komm schon. Ja, das kriege ich mit. Schick doch mal deinen Tiger. Oh, die kann reiten. Das habe ich doch beim Bär schon gewollt. Was war das? Ich weiß nicht. Komm, wir müssen San Nicolas finden. Boah, das haben wir aber gerade so geschafft. Oh, also die leuchtenden Teile finde ich ja besonders cool. Ja, die sind auch besonders böse. Ich lauere in den Schatten. Du lauerst schon wieder in den Schatten? Nee, noch schaffst du das nicht. Oh je, oh je. Na, wenigstens haben die nicht so viel Leben. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Truppen. Ah, das sind ja Verbündete. Das sind ja Verbündete. Mit 4 Mann kommen wir hier noch an. Ah, die Wichtigen haben soweit überlebt. Dann passt hier alles. Wo ist San Nicolas? Noch drin. Diese Podonki lassen nicht locker. Wir holen ihn! Ich halte sie auf. Dankeschön. Obwohl ich dich immer noch nicht mag, Zuboff. Los, zeigt, was ihr könnt. Wir haben ein neues Primärziel. Ah, jetzt kann ich die mal steuern. Das ist cool. Was gibt's Neues? Verteidigen, denke ich mal. Verteidigt den Palast. Weiß ich nicht. Pioniere hier. Natürlich. Schaut mal in die Waffenkiste, ob da was Schönes für euch ist. Schaufeln und Sunnies braucht man gerade nicht. Was könnt ihr denn bauen? Sandsäcke. Toll. Dieser Ladestab sitzt ein bisschen zu fest. Mal sehen, ob ich ihn nicht lockern kann. Was sitzt fest? Eine weitere Mission? Ja, ja, weitere Mission. Und von wo kommen die Feinde? Von rechts oder links? Ich glaube, aus beiden Seiten. Hier lang! Bereit zu dienen! Oder von allen drei? Ne, gibt nur zwei Seiten. Ich hoffe, ihr könnt schießen und nicht nur stechen. Ist es wichtig? Hab ich eine Kaserne? Nö. Die erste Welle kommt! Hier sollte es sicher sein. Hier sind ein paar Lichter. Machen Sie Meldung. Komm schon. Baut. Baut. Ja, ist nicht gut, die Mauer da aufzusprengen. Schlechter Einsatz von einem Mech. Da haben die ja mehr Zugangsmöglichkeiten. So, die Mechs kommen auf eine Seite. Die, die nicht so viel Schaden machen, auf die andere. Komm schon, da ist jemand auf unserer Seite. Knallt ihn doch einfach ab. Das ist so lächerlich teilweise. Nein, weicht doch dem Sprengkörper aus, wenn ihr ihn schon seht. Wieso muss ich euch das beibringen? Okay, zwei Mechs müssen dahin. Also für die erste Welle ist es schon ziemlich viel, was hier los ist. Kriegst du das hin? Hallo? Greif sie doch an. Angreifen. Angreifen. Also gegen mich war der immer besser. Kriegst du das hin? Na gut. Du gehst jetzt erstmal zurück und lässt dich heilen, Kollege. Also ich hoffe, es gibt nur eine Welle. So wie das hier läuft, kann ich mir nicht arg viel mehr leisten. Ich höre. Ja, hier, schau mal. Sie zu Asche. Machen Sie Meldung. Wenn es meine Aufmerksamkeit wert ist. Ich glaube mal, dass es deine Aufmerksamkeit wert ist. Was benötigt
Attacke! Lassen Sie mich Ihnen zeigen, komm schon! Auf die Schnauze! Wer sind diese Bastarde? Was denkst du denn? Also, hat er sich doch eingemischt? Später. Wer denn? Das hier erinnert mich an das Abbrennen der Felder nach der Ernte. Bis auf den Geruch. Was jetzt? Schön, dass Verstärkung gekommen ist. Ihr könnt was bauen. Ihr könnt vor allem Zubauf reparieren. Wir können alles reparieren. Erwarte Anweisungen. Geben Sie einfach den Befehl. Ja, ihr verteidigt mal ein bisschen von weiter ihnen. Bisschen weiter ihnen. Kann nicht schaden. Ich höre. Ein guter Ort für ein Feuer. Ich finde, das ist ein schlechter Ort für ein Feuer. Vor allem, die sind ja im Palast innen drin. Es gibt keine besseren als uns. Na, da wäre ich mir auch nicht so sicher. Ja, zumindest Zubov geht es einigermaßen gut. Stacheldraht, das wäre doch was. Das hätten wir vorhin gebraucht. So, die zweite Welle. Wir bringen unsere Ärsche in Deckung. Ja, bringt eure Ärsche in Deckung. Eure Prachtärsche. So, schafft ihr das diesmal hier? Das sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt auf der Seite. Und auf der kommt noch gar nichts. Ja, habt ihr irgendwie eine gute Waffe? Schaut mal, was da drin ist. Oh. Greift doch an. Feinde. Sehr schön, MGs, die brauchen wir jetzt. Attacke! Nein, ein Mech wurde zerstört. Der da. Shit. Komm schon, mach sie fertig. Macht sie fertig. Komm, mach das EMP-Teil da weg. Und wie geht's auf der Seite voran? Oh, die MGs bringen zumindest was. Komm, ihr müsst da mal mitmischen, sonst wird das hier nichts. Sehr gut. Kommt schon. Ja, ihr müsst nicht durch die Panzerung kommen. Dafür gibt's die Panzerbrecher hier. Boah, den Mechs wird hier wieder zugesetzt. Davon sollte ich echt nicht so viel verlieren. Zubauf, eine Aufgabe für dich. Spring! Hui! Zum Glück übers EMP-Feld. Ah, das Springen ist auch cool. Ich glaube, Polania hatte bis jetzt nicht so coole Charaktere. Oder ich habe einfach nicht nachgeschaut. Vernichtet sie! Oh, dem MG-Typen geht's nicht gut. Heil dich mal wieder! Sehr schön. Und schön, dass sie mit Medizin zurückkommen. Das schaffen wir. Ja, natürlich schaffen wir das. Oh, das will ich hoffen. Passiv Blutrausch. Das klingt doch nach einer netten Fähigkeit. Was macht die denn? Gesundheit zurück, wenn er Schaden im Nahkampf verursacht. Ja. Das würde ich auch gerne als Real-Life-Skill haben. Obwohl, so oft boxe ich mich gar nicht. Ja, Rang 3. Nein, hinter uns. Dreht euch um. Wo kommen die auf einmal wieder her? Wo kommen die denn? Ah. Yay, ein Sieg. Wie viele Medaillen habe ich bekommen? Interessiert mich jetzt schon. Eine? Zwei? Na gut, für mehr reicht es bei mir auch nicht. Bin zufrieden damit. So, und jetzt haben wir uns noch die schöne Videosequenz verdient. Das brennt aber ordentlich da.
Wieso haben meine Mech nicht so cool leuchtende Sachen? Bringt das Ding ins Labor. Jawohl, Colonel Schubert. Machen wir jetzt alles kaputt? Eine Munitionsverschwendung. Eure Majestät, alles in Ordnung? Wo sind die anderen? Noch im Palast. Wir müssen sie finden. Was? Jarek! Ja, also die haben sich hoffentlich selbst evakuiert. Ah, ist mit Jarek vielleicht so ein Darth Vader-Ding passiert? So arg verbrutzelt, dass er nur noch in so ein Mech gesteckt werden konnte? Ich hoffe, das ist nicht derselbe Palast. Sonst sind die echt produktiv, was den Wiederaufbau angeht. Ich glaube, der Sommerpalast hier. Eure Majestät, ich melde 98 Soldaten und Wachen verloren. Samatov Poyatke? Nein, bin ich nicht. Die haben meine Männer vergiftet wie Ratten. Ungeheuerlich! Das war ein Angriff von innen. Man sagt, die Sicherheitsmaßnahmen waren unzureichend. Man gibt ihnen die Schuld. Skorre, hörst du mich? Victor! Er ist bewusstlos! Schwere Verbrennung an einem Großteil des Körpers! Ich habe Kaiser Friedrich telegrafiert, dass Fenris hinter diesem Attentat steckt. Er ist dafür, die Verhandlungen fortzusetzen. Aber Rasputin hält das für unklug. Die größte Gefahr für unser Land ist nicht der Krieg, sondern die Revolution. Wenn wir dem Volk einen gemeinsamen Feind wegnehmen, sucht es sich vielleicht einen neuen. Aha. Wir führen also einen sinnlosen Krieg, um das Volk abzulenken? Dann wäre er ja nicht mehr sinnlos, nicht wahr? Das muss aufhören. Sie wissen, was zu tun ist. Blutdruck zu niedrig! Ich weiß nicht, was der Bohrer mit meinem Blutdruck zu tun hat. Ich entbinde Sie von all Ihren Pflichten. Sie haben keine offizielle Position mehr inne. Ich hätte von Anfang an auf Sie hören sollen. Solange Fenris gegen uns arbeitet, gibt es keinen Frieden und vielleicht bald keinen Zaren mehr. Ich möchte, dass diese Leute enttarnt und vernichtet werden. Arbeiten Sie diskret, aber auch gründlich. Udachi. Bin schon dabei. Wir verlieren ihn! So eine Gelegenheit kriegen wir nie wieder. Was für ein Schlüssel? Ich bin doch kein Auto. Na, ich hoffe, das hat geklappt. Ach, wir wissen ja, dass das geklappt hat. Na gut, das war die Videosequenz und damit endet diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.